Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu MechWarrior Mercenaries und wir müssen immer noch unseren Ruf steigern. Dazu sind wir letztes Mal in dieses schöne System geflogen, wo wir von den netten Leuten hier zwei Missionen kriegen oder zwei Missionen bekommen haben. Die erste mit der Schwierigkeit 11 werden wir mal gleich spielen. Mal gucken, ob wir die zweite noch schaffen. Und mal gucken. Ah, wieder zu wenig Schrott einteile. Ich brauche mehr. Wir brauchen mehr Schrottteile. Schadensabdeckung ist nie verkehrt. Und die restlichen Punkte packen wir mal hin. Wir sind ja schon fast befreundet, Mensch. So. Standardgruppe und los geht's. Na? Hallo. Bereit. Ich muss noch mal gucken, ob wir überhaupt noch Kapazitäten haben für Ersatzteile. Nicht, dass wir da nur eine Zahl X von Teilen quasi lagern können und den Rest nicht mal mitnehmen können. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber das fiel mir jetzt erst gerade ein. Naja. Schauen wir mal. Verstärkung. Ich habe mir auch den Text gar nicht durchgelesen. Aber Verstärkung, die sollen wahrscheinlich irgendwie ihn unterstützen. Aber machen alles Platz. Sichten und vernichten. Wird geladen. Oh, es dauert ja. Programmiert da gerade jemand das Level erst oder was? Ist ja wie auf der Arbeit. Sehe ich auch immer so schöne Fortschrittsbalken. Deprimierend. Sitzt man zu Hause, denkt man, man kann MechWarrior spielen. Und was sieht man? Ein Fortschrittsbalken. Wird geladen. Nur noch 83%. Fick dich. Umso mehr man sich aufregt, umso langsamer wird dieser Balken. Ist euch das mal aufgefallen? Oder kommt das nur mir so vor? Wird geladen. Ich schlafe ein. Boah. Und jetzt noch 3 Sekunden. Ich hasse es. Aber, naja. Ich sag's ja immer wieder, ich brauche einen neuen Rechner. We have friendlies under assault from hostile forces. Link up with them and hold off the enemy advance as long as possible. Be sure not to overextend yourself, Commander. Eventually, you will need to fall back to the evac point. Jo. Oder aber wirklich Freunde. Target acquired. Ich kann das Ziel gar nicht sehen, so. Der macht diesen Nebel hier, verdammte Axt. Schieß nur daneben. Enemy mech destroyed. I got it. Okay, wo ist der Rest? Ah, da oben. Target destroyed. Target acquired. Und mit dem Nebel hier mal eine schöne Sache, mit dem Kornfeld. Ist das ein Raketenwerfer? Ich habe aber irgendwas getroffen. Commander, you've got the Ops Force attention. They are converging on your position. Brace for hostile contact. Okay. Da kommt der Kontakt. Ich kann es quasi nur erahnen. Oder auch nicht. Wo ist der Kontakt hin? Oh, wir machen hier alles kaputt. Das wird teuer. Das wird teuer. Feindliche Streitkräfte.
zerstören. Oh, ich krieg die Kurve nicht. Surprise, Motherfucker! They really are gunning for you, Commander. Watch out. Oh, wo sind die nächsten Arschkröten? Oh, da ist ein Arschkröten-Mac. Target acquired. Und ich will die Satellitenschüssel nicht platt machen. Enemy eliminated. Oh, aufhören, mich den Kollegen treffen. Looks like you've got their attention. I'm showing multiple hostiles incoming on your position. Ja, ich sehe es. Er ist gleich um die Ecke. Kommt aber runtergeflitzt hier. Target destroyed. Ich hoffe, da ging keiner von mir hoch. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. So, wo ist der nächste? Ah, da ist der kleine Scheißer. Der Einsatz macht richtig Spaß. Viele gegnerische Max, das gefällt mir. Oh, 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 oh. Zerstör diesen Pimmel! Ach, mein Körper ist nicht ganz gedreht, verdammt. Hat sich selbst zerstört, wunderbar. Okay, zu mir, Jungs. Ups. Ich muss erstmal meinen Körper wieder richten. Feuer. Nicht getroffen. Na komm her, du kleine Sacknaht. Alter, der flamet mich. Ups. Torso drehen, Torso drehen. Ah! Mein Torso! Dreh dich, Junge! Ist er zerstört? Nein. Aber das war der Gnadenschuss. Genau, zersäbel diesen Sack. Mission complete. Ich weiß jetzt nicht, ob von den befreundeten Einheiten einer. Ja. Die hatten auch einen Mac, oder? Der ist weg. Der Mac ist weg. Den nehmen wir noch mit. Weg vom Speed. Haben wir die Ärmchen kaputt gemacht?
Das war ein Headshot. Das war eigentlich mein Kill. Da ist noch einer. So, Bonuspunkte. Ich komme hier nicht durch die Mauer. Was ist das für eine Mauer? Was ist das für ein Beton? Wir meinen Körper drehen. So. Zu mir. Weg hier. Ah, es kommen immer mehr. Genau, holt mich hier raus. Oh, da habe ich nur den Baum getroffen. War eine coole Mission. Hat Spaß gemacht. Vor allem bei den anderen Missionen war ja bisher immer so, kam maximal ein bis zwei Max. Jetzt kam ein bisschen mehr. Ich bin mal gespannt, wie meine Kollegen sich benommen haben. Weil ich habe jetzt nicht auf denen ihre Energieleiste geguckt. Aber wie ich mich kenne, ja, ist mein Roboter, ja, hat den meisten Schaden wahrscheinlich kassiert. Und wir sind endlich Berufssoldat. Dein Ruf bei der inneren Sphäre wächst. Mögliche Auftragsgeber fordern deine Dienste an. Und neue Beschäftigungsmöglichkeiten sind auf der Sternkarte verfügbar geworden. Ja, endlich. Wollt ihr mal Zeit? Gab auch gutes Geld. Wir sind zuverlässig. Ja, und der wird gerade erstmal geschweißt. Hallo. Ja, ich verstehe. Nein! Fuck you! Erst nicht reagieren und dann, wenn ich zweimal drauf drücke, springst du gleich weiter. Ach, du Kacke! Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt konnten wir gar nicht auswählen, was für Schrott wir haben wollten. Ich weiß nicht, ob das die KI jetzt automatisch gemacht hat. Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. So, reparieren. Irgendwie reagiert er nicht so richtig hier. Naja, es geht ja noch. 60.000 Miner. Das geht auch eigentlich. Also da haben wir deutlich mehr eingenommen, als wir an Schaden bekommen haben. Dann sprich mal mit Rihanna, oder wie sie hieß. Jetzt sagt sie uns, dass wir ganz toll sind. Pass auf. Hallo? New contract just came in, Commander. But before I get to that, I've been digging for more information on the mercenary group that came after us. Black Inferno are a very nasty piece of work. Not that we didn't already know that. By every account, they operate without regard to civilian rights and protection, raiding and pillaging at will, more like pirates than mercenaries. They're also extremely evasive. I see them pop up on the mercenary review board's records from time to time, but not with enough frequency to justify their size, wealth, or sheer power. It also makes tracking their movements extremely difficult. I'll keep searching and see what more I can find. Spears said he'll do the same. Good. We all want our pound of flesh from these bastards. So, what about this new contract? Yeah, could be interesting. Seems a group of indentured employees, part of the Apex Mining Syndicate, are being taken advantage of and are suffering under horrendous working conditions. In an attempt to force the syndicate to the bargaining table, the workers want us to inflict some serious damage on two of the syndicate's more critical mining installations. They believe the only language these people understand is the almighty Seabill. It's hard to argue with that logic. Sounds like a noble cause.
Maybe. But they're ready and willing to pay for our services. And we could use some more C-bills ourselves. I've filed the mission briefing already. You just need to sign off on the operation and get us where we need to go. Copy that. Ja, aber nicht jetzt. Also schließe Aufträge ab und dann ruf deine Kompanie zu erweitern. Immer noch? Oh. Das würde ich jetzt nicht machen. Wir warten jetzt einfach hier mal 8 Arbeitstage. Guck mal, der Low-Cost, der arbeitet 3 Tage. Kann sich die Eier schaukeln. Centurion macht einen Tag mehr. Und so. Fertig. Das sind tolle Arbeitstage. Wir machen nochmal die Mission, weil ich weiß gar nicht, wo das ist. Nobles Unterfangen. Können wir das auf der Karte sehen? Da unten. Quest mit hohen Belohnungen. Das heißt, oh, da gibt es ein neues System quasi, ne? Wo wir hier rein können. Ich weiß gar nicht, wir sind ja nur hier unterwegs gewesen. Weil hier ist jetzt auch ein Attentatauftrag dazugekommen. Aber gibt es hier... Hier haben wir Station gehabt, wo wir immer... Da können wir hier auch einen Umweg machen quasi. Weil es ist ja hier Kriegsgebiet. Wir müssen dann einmal in ein Nicht-Kriegsgebiet rein. Markt, ja genau, zu so einem Marktinventar. Na, Ausrüstung. Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint, als ob wir unendlich Sachen mitschleppen können. Ich sehe keine Begrenzung, okay. Aber man kann ja trotzdem mal da rumreisen und gucken, ob es da vielleicht, ja, andere Mechs gibt. Würde mich freuen. So, verfügbare Mission. Leite einen Gegenangriff ein. Gegenangriff klingt gut. Und das machen wir auch. Es wurde ein Überraschungsangriff auf Princeton 4 durchgeführt. Und unsere einzige Verteidigungslinie ist eine kleine und ehrlich gesagt schlecht ausgebildete Garnison. Unsere Hauptflotten sind zu weit weg, um sie rechtzeitig zu erreichen. Und deshalb wenden wir uns an alle Söldner, die hier helfen können. Natürlich helfen wir! Schwierigkeit 13, später Nachmittag. Tja, Atmosphäre schwer, Winter. Das ist gut, denn ist kalt und dann kann man besser mehr schießen. Erhitzen wir uns nicht so schnell. Schrottanteile. Oh, 4. Schrottteile 10. Da, bei 10 könnte man schon Mech kriegen, ne? Gefällt mir. Und 2 machen wir nochmal für Schadensabdeckung. Also irgendwie haut das hier gerade mit dem Button nicht hin. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich hier gerade, bevor ich das Spiel gestartet habe, ein bisschen an der Ansicht rumgespielt habe. Aber ich habe jetzt keine Lust, die Aufnahme zu beenden. Und ja, müssen wir damit leben. So, es ist auch das Gewicht, die Gewichtsklasse ist gestiegen. Aber mir fehlt so noch so ein zweiter mittlerer wie er hier, wie der Centurion. Wir haben nur leichte. Ich meine, den einen könnte man vielleicht behalten. Aber diesen Freeman, die macht dann meistens Kills. Beim Freeman müsste ich nochmal nachgucken. Gibt es da eine Killliste? Na egal. Drücken wir mal schnell bereit. Das war das Problem. Der Button erwische ich da nicht so ganz. Ah, und er hat einen Hintergrund schon mal geladen. Das ist vorbildlich. Wir haben ja noch einen 5. Mech, aber der sagt mir nicht zu. Im Stil nicht und der war, glaube ich, auch so ein ganz kleiner. Aber wir wollen schon ein bisschen bessere Mechs haben. Was hat er für ein Gesamtgewicht, der Centurion? Sieht man das hier? Das sind nur die Fähigkeiten. Aber ich denke mal, wenn man einen von den beiden hier aus... rausnehmen quasi, dürften wir vielleicht nochmal so einen mittleren reinkriegen. Vielleicht hätte man das auch erst machen sollen, aber hey, wir riskieren es jetzt einfach mal. Was haben wir zu verlieren, außer unsere C-Noten? Was für eine scheiß Währung, wir sagten C-Noten. C-Dollar wahrscheinlich, ja? Noten klingt irgendwie doof. Klingt wie Notenblätter aus der Schule, so Musik machen oder so. Banknoten sind gut, ja. Banknoten. So, wir müssen los.
Be sure not to overextend yourself, Commander. Eventually, you will need to fall back to the evac point. Okay. Wir müssen unseren belagerten Verbündeten so lange helfen wie möglich. Beseitige vorhandene feindliche Streitkräfte. Machen wir. Ich habe aber rechts einen Transporter gesehen. Das macht mich so gerade... Da habe ich doch richtig geguckt. Da ist einer. Da läuft einer. So, da haben wir die ersten Ziele. Die Helikopter sind ja eh immer nervig. Treff ihn nicht. Für Laser bin ich noch zu weit. Danke. Wer immer es war, hast gut gemacht. Da links ist aber noch einer. Wo ist der? Was habt ihr gesehen? Und da ist auch schon Geschichte. Dann suchen wir mal den anderen Mac. Das ist der Rest hinter mir, okay. Bäume können gerodet werden, ist alles okay. Wo ist der Mac? Genau den wollen wir haben. On your target, Commander. Wo ist er? Ein Firestarter. Okay. Das war aber noch nicht alles. Oder? Na gut, wir müssen jetzt dahin, um die Stellung zu sichern. Geht ihr dahin? On the move, Commander. Könnt ihr die Stellung sichern? Ich möchte gerne am liebsten irgendwie hier so oben bleiben. Commander. Ich glaube, ich muss dann doch. Ah. Okay. Erstes Ziel. Attacke. Ui, das war ein Treffer. New target acquired. Ich treffe den Heli wieder nicht. Target destroyed. Heli getroffen. Jetzt kümmern wir uns um den. Was ist das denn? Urban Mac. Klingt süß. Ah! Falls ihr irgendwie komische Geräusche hört, das ist meine Tochter. Die kann man nicht abschalten. Das ist halt so. Die darf jammern. So, weil der Papa hatte so unbedingt Bock zu zocken, dass er die Fütterungszeit der Tochter nicht beachtet hat. So. So, Kleiner kriegen wir aber auch noch. Boah. Flinke Sau, du. Gut. Naja, ist noch zu weit weg. Aber... Ups. Bad news, Commander. More hostiles inbound on noch mehr Feinde. Get ready for some company. Okay, zu mir. Oh, auf jeden Fall zu mir. Erstmal einen anvisieren. Focus target updated. Ich treffe nicht.
Ziel sichten und vernichten. Da stand da gerade so schön. Ich krieg ihn noch. Ah! Sogar beim Humpeln erwische ich ihn nicht. Ich muss mich erstmal wieder orientieren hier. Help me, Jungs! Ich muss erstmal anvisieren. Ah, vielen Dank, Jungs. Weiter geht's. Auf ihn drauf. Na schade. Oh, ich treffe ihn nicht. Ne, ich muss ran. New target acquired. Tango eliminated. Erstmal hier für meine Kollegen die anderen Ziele zerstören. So. Den nächsten. Feuer. Continuing to converge on your location. Stay frosty, Commander. Wir bleiben ruhig. Ich bin nur orange, das ist schon mein Problem. Target acquired. Target destroyed. Zielvisier und Feuer. Focus target received, Commander. Zu nah. Erstmal Helikopter, die nerven mich immer so sehr. Fuck you. Und ein Schuss von hinten. Lass uns mal ein bisschen bewegen. Und drehen. Da hinten ist er. Additional contacts just crossed the perimeter, Commander. Expect company soon. Nächstes Ziel. Okay. Und wir können auch zum Evakuierungsort gehen. Wir können sie aber auch noch fertig machen. Target destroyed. Wow. Auch mit Raketen schießen. Aber ich kann nicht treffen. Okay. Ah, ich glaube, wir ziehen uns langsam zurück. Wir haben zwar echt gut Geld extra verdient, aber... Wow, das haben wir verloren. Nick has
has been dispatched. Von irgendwo waren wir beschossen? Da oben. Okay. So, wo ist denn unser Evakuierungspunkt? So langsam bin ich doch zum Evakuieren. Den nehmen wir noch. Attacke. Ran. Okay. So. Wo ist der Abholort? Wir hauen jetzt ab. Wir hauen jetzt ab zu mir. Ah, kommt was. Es liegt uns irgendwie nicht auf dem Weg. Habe ich eine Karte? Komplett? Schade. Target destroyed. Okay. Target destroyed. Ach, Mac, acquired. Was haben wir da für einen? Okay, ein Hunchback. Dem will ich jetzt nicht in die Quere kommen. Oscar Mike to you. Mir folgen. On your six, Commander. Der andere scheint auch ein dickerer zu sein. Und ich bin ganz gut angekratzt. Wir haben unsere Mission mehr als erübrigt. Stand by for pickup, Commander. Welcome home. Okay, wir haben abgeholt. Auch die Mission war richtig cool. Also wir hatten jetzt zwei coole Missionen. Also ich fand es jetzt cool, weil wir jetzt richtige Mech-Fight haben. Das andere, die anderen Missionen so am Anfang waren ja sehr viel gegen diese Helikopter und Panzer. Zu lang für meinen Geschmack. Aber jetzt geht's ja richtig los. Jetzt wird's ja richtig los. Und schau einen an, wir kriegen hier einen Mech raus. Ich habe keine Ahnung, was hier ein COM 2 oder ein COM 1B ist. Bin ich ganz ehrlich. Ein Flamer können wir mitnehmen. Nee, nur mal ein M-Laser. AKBF nehmen wir auch. Ist ja richtig schön. Dann nehmen wir einen M-Laser. Boah. Erste Sahne. Ja, bei Wärmetauscher. So, Basisauszahlung. Verhandelter Bonus. Zerstörte Anzahl von den. Schadensabdeckung. Ey, wir haben eine Mille gemacht. Und dazu neuen Mac. Okay. Wir haben Gesamtschaden 500. Ja, oder ein bisschen mehr. Werden wahrscheinlich 600.000 locker. Okay. Oh, der hat erlittener Schaden. Gesamtabschüsse 8, 6, 3. Okay, ist er doch das Schlechteste. Lufteinheiten 4. Oh, da war ich. Ach so, das ist dann was erlittener Schaden. Also er hat dafür am wenigsten Schaden bekommen, weil er wahrscheinlich nicht hinterherkam. Ne? Beine sind nämlich rot. Verursachter Schaden ist er am wenigsten. Ja, sie ist gar nicht schlecht hier eigentlich, ne? 8 zerstörte oder 10 mit Lufteinheiten quasi. Ah, hier ist ein Fahrzeug am Max. Also, ach, das ist schon zusammengerechnet. 8, okay. Aber sie macht hier gut Schaden. Also die lassen wir. Er kriegt einen anderen Mech. Der fliegt weg. Den kann man noch lassen. Der hat 6 Feinde zerstört. Davon 3 Mechs. So, verursachter Schaden. Na gut, bin ich am besten, aber ich bin ja auch eine Klasse drüber. Newt. Bezahlte Rechnungen haben wir auch noch gemacht. Was ist... Ach du, der fällt ja die Hälfte. 25 Tonnen. Was hat meine nochmal? Das hat 50.
Ach, ist auch eher so ein kleinerer, verdammt. Vielleicht verkaufen. Der hat viele Raketen, ne? Hier vorne, an den Armen. Hat der sonst keine Bewaffnung? Wahrscheinlich nur Maschinengewehre und Raketen, ne? Vielleicht als Distanzkämpfer gar nicht so ungeeignet. Ne, M-Laser hat er drin. Der hat zwei Raketen und zwei ein M-Laser. Na gut, der hat nur zwei M-Laser und zwei Maschinengewehre. Und ja. Ich glaube, wir werden mehr als die angeforderten oder angedachten 600.000 verbraten. Ist ein kleines Minusgeschäft, doch. Aber vielleicht können wir den Mac verkaufen. Und kriegen das Geld wieder rein. So, und jetzt könnte man sich auch überlegen, ja, steigere deinen Ruf, steigere alles am Arsch. Ich weiß jetzt nicht, nobles Unterfangen. Startet das automatisch oder ist es vielleicht an den Ort gebunden? Industrieller Knoten. Reichtum an Metall. Ich guck eher an etwas, wo man verfügbare Piloten in diesem System braucht man nicht. Aber das ist hier auch eigentlich überall. Weil ich glaube, die Quest könnte hier sein. Ich bin mir nicht sicher. Der Quest mit hohen Belohnungen. 2x. Die hatten ja zwei Fragezeichen. 4 Max sind erlaubt. Das heißt, man könnte erstmal hierhin reisen und sich die hier angucken und dann hier quer rüber. Aber das gehen? Nein, geht nicht. Das ist natürlich bescheiden. Was hat der denn hier Schönes? Gar nichts. Der hat nichts. Ja, das sind hier die Knotenpunkte, sind hier interessant. Da mache ich halt einen Umweg. Reisen wir zu diesem Knotenpunkt oder ich reise erstmal hin quasi und gucke mal, überlege mal, ob ich da den Markt und so ein Offscreen mache oder ob ich das mal zeige, was es da so im Angebot gibt. Ansonsten beende ich jetzt erstmal die Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Und für die es nicht getan haben, hinterlasst mal ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.